Willkommen bei Marona Kassierse, die Flemings Sicht, also schaut bei Fleming TV Play vorbei. Ja, Wahnsinn. Grüne, oder? So, und ich willkommen bin bei Marona Kassierse, hier ist wieder Lukas und heute spielen wir wieder LS22 Galgenberg zusammen mit Fleming TV Play. Moinsen, einen wunderschönen guten Tag. Du fährst schon weiter, Entschuldigung. Nee. Euerinnen und Bauern, jetzt so lang mit dem Gendern einmal. Du solltest vielleicht für die Zuschauer das einmal einleiten, deinen Satz. Ja, also ich habe gerade etwas durchgelesen über einen Vorsitzenden des Verbandes Ökologischer Lebensmittelwirtschaft. Der Biobauernschmann. Ich habe nichts gegen Biobauern, ich habe nur was gegen Bio. Und der gendert da in seinem blöden Artikel. Es ist doch. Warte mal. Also in Anführungszeichen ist es verpflichtend. Kommt doch von Verbrauchen. Verbrauchen, Verbraucher. Das ist eine allgemeine Form. Wenn du es jetzt einmal ganz genau sehen willst, wenn die Frauen jetzt sagen, sie fühlen sich benachteiligt, weil ich nur Verbraucher sage, könnte ich genauso sagen, dass ich mich benachteiligt fühle, weil Verbraucher allgemein ist und Verbraucherin. Obwohl es noch weniger Sinn macht, nur weiblich. Das heißt, es gibt keine männliche Form, es gibt eine allgemeine und eine weibliche. So, und jetzt während meiner blöde moderne Smartwatch-Uhr, nein, ich bin nicht altmodisch. Genauso wie Lehrer, das kommt von Lehren. Da wurde aus einem Verb ein Nomen gemacht. Und das ist komplett geschlechtsneutral. Also denken wir zumindest. Was das diese ist ganzen so. Feministen es wurde denken, vor ist eine andere Logik. Keine Ahnung, wie viel 100 Jahre so festgelegt und jetzt, 2023 oder 2022, das weiß ich jetzt nicht, wie lange der Schmann schon geht. Achso, ja, übrigens, dieses kommen Sie mal auf die Idee, dass das vielleicht nicht so gehört, gehen damit gegen die deutschen Sprachgesetze und gegen sonst noch irgendwelchen anderen Schmann, was ich aber aktuell gerade wieder gut finde, weil ich bin gegen Gendern und gegen Solar und gegen die aktuelle Politik. So. Aber was man auch noch sagen kann, ist, dieses Gender-Sternchen, das heißt Lehrer-Sternchen innen, ist absolut nicht rechtschreibkonform und kann in einem Test als Fehler angekreidet werden, in einem deutschen Grammatiktest. Ja. Das wurde von der Deutschen Kommission für irgendwas festgelegt. Wir haben in der Schule so iPad-Koffer für Lehrer, die halt da irgendwas online machen wollen. Zum Beispiel so ein Quiz oder so. Ja. Und da bin ich letztes Mal dran vorbeigelaufen. Da steht dann irgendwie neues Betriebssystem, Anleitung innen beachten und da hat halt jemand einen Standler dazwischen gemalt. Das finde ich jetzt funny. Das war doch funny gedacht, oder? Natürlich. Ja. Die Bratrichtlinie, jetzt langt der blöde Gewässerschutzstreifen. Weißt du, was noch mehr Frechheit ist? Was denn? Dieser Gewässerschutz, fahr mal weiter bitte. Ach, du bist fertig. Achso, ja, bei uns, wir haben eine Wiese am Fluss. Und die haben uns einen Brief geschickt, dass wir bitte 3 Meter unseres Landes vom Fluss entfernt den zu übergeben. Den bitte übergeben. Tun. Den übergeben auch noch? Ja, das ist deren. Und wir kriegen... Naja. Warum nehmen sie das dann nicht als Ausgleichsfläche für ihren Solarschmarrn? Na warte, warte. Das wird dann als... Achso, insgesamt waren das fast 100 Quadratmeter oder so. Nee, mehr. Das war ein halber Hektar, der uns dadurch weggenommen wird insgesamt. Und wir kriegen dafür, ich will jetzt eigentlich kein Bullshit erzählen. Ich kann vielleicht für die nächste Folge, wenn wir mal wieder aufnehmen, gucken, ob ich das rausgesucht krieg. Aber auf jeden Fall, ich glaube 1,5 Meter dürfen sie uns wegnehmen, ohne es wir ja dazu sagen. Und 3 Meter war optional. Okay, ja, weil, also... das Wehr sollte umgesetzt werden und der Fluss soll irgendwie wie heißt es, Gewässerschutz, Krimskrams, noch was, irgendwas, Jonsens. Ja, Gewässerschutzstreifen sind die ganzen genau, Dinge. Genau, genau. Weißt du, was die Frechheit ist?
wenn da jetzt ein Radweg ist zwischen so einem kleinen Bächler und dem Acker, dann darfst du das nicht zum Abstand zählen, weil es eine bebaute Fläche ist. Ja. Das ist doch ein Schmann. Wenn es eine bebaute Fläche ist, dann zählt es doch genauso gut als Abstand. Das ist ein Abstand. Weil du dann genauso wenig mit der Spritzen dahin kommst. Und mit dieser modernen Technik, mit der Gülle, mit allem, wenn sie es beim Kunstdüngerstreuen sagen wollen, dann sollen sie das meinetwegen sagen. Das verstehe ich ja, die sind wegen ungenau. Aber die neue Gülleverschlauchung, die Spritzen, das ist alles so genau, da kann nichts mehr schief gehen. Da langt ein halber Meter oder ein Meter. Da brauchen sie nicht irgendwie, bei uns sind es 3 Meter, wo sie weggenommen haben. Glaube ich, also bei den Äckern bei uns in der Nähe. Ja, bei uns anderthalb, allerdings war das Grasland. Da sind jetzt Wege entstanden, das ist schön, da mit dem Hund zu laufen, aber ich reg mich jedes Mal drüber auf. Die Betonung liegt bei uns, bei mir drauf, das ist nur Wiesenfläche und darf nicht als Ackerfläche benutzt werden. Das ist reine Wiesenfläche dort. Deshalb ja, aber die kann ja auch gespritzt werden teilweise. Darüber habe ich jetzt keine Ahnung. Komm, jetzt nimm deinen Betrag. Ja, wo ist denn der? Wenn der Unkraut drauf ist oder Kunstdünger gestreut oder sonstiges, nee. Das darf ja alles auf einer Wiese auch passieren. Oder Gülle gefahren, Mist gestreut. Ja, naja. Auf jeden Fall ist es nicht viel Kohle, was man da bekommt. Als Schadensersatz. Also das ist, ja, Wiese ist zwar sowieso nicht gerade das, wo man viel Geld für bekommt, aber trotzdem ist das, was wir als Entschädigung kriegen, definitiv weniger wert. Ja, bei uns haben sie den Bauern einen ganzen Acker weggenommen als Ausgleichsfläche für irgendein Neubaugebiet. Ach super. Ja, und naja, jetzt machen sie wenigstens ein was Sinnvolles damit, lassen sie nicht brach liegen, sondern machen einen Wald drauf, das finde ich ja noch in Ordnung. Ja, aber guck mal, ein halber Hektar Wiesenacker, weißt du, wie viel das ist? Ich weiß, was ein Hektar ist. Ja, für dieses 100 mal 100 Meter. Ein halber Hektar sind also 50 mal 100 Meter. Ja, ja, das Ding ist ja auch nicht groß, aber trotzdem, das ist... Fährt wahrscheinlich lang am Fluss. Richtig. Oder? Ja, entlang des Flusses einen halben Hektar, das heißt, ja, aber wegnehmen, ich dachte, man darf das dann einfach nicht bewirtschaften, aber dass es einem noch gehört. Och, ja, weil wir gerade über Wehrumsätzen reden, bei uns haben sie das Wehr, also das ist ja Wehrumsätzen, oder? Ja. Bei uns das Wehr, waren die Bretter kaputt und haben sie einfach das Gestänge hochgekurbelt und zugenagelt unten. Ja, und jetzt war Überschwemmung, weil sie es nicht aufmachen konnten. Ha. Intelligenz. Auch mal wieder so eine Logik. Aber, wie nächstes jetzt? Ja, Tau und Regen gleichzeitig ist immer eine schlechte Kombi. Vor allem, wenn dann der Fluss, also das Bächler... Ach so, ja, und die haben uns ja... ...zugewachsen ist. Nee, das was... Bei uns haben sie, glaube ich, das Stück wirklich entfernt. Das gehört uns nimmer. Wenn ich das richtig verstanden habe. Das gehört jetzt dem Landkreis. Blöd. Und die haben uns noch eine Einfahrt weggesnackt, damit die ja ihren Schotterweg machen können zum Wehr hin. Weil es muss ja unbedingt eine befestigte Straße sein. Schotterweg? Ja, die... Oh, wenn... Also zumindest müssen sie den Weg befestigen. Das heißt, da kommen auch nochmal Quadratmeter dazu weg. Für den Weg, um zum Wehr zu kommen. Für die Wartung. Weißt du? Wartung, ich hab dir ja gerade was erzählt über unsere Wartung. Bei uns ist der Wald davor, da musst du ein Stück durch den Wald laufen. Bei uns? Die da tun sie wahrscheinlich noch irgendwie Schotter hin, keine Ahnung. Aber das ist ja erst recht der Schmarrn. Naja. Und der Nachbar, der muss, glaube ich, weniger abgeben. Ey, das ist richtiger Schmarrn, was da los ist. Dann gehört, sagt, Schmarrn. Das, dann wird uns, wird, glaube ich, auch noch eine Ecke... Ach, das ist ganz komisch, die Ecke. Ich guck mal, vielleicht, ob wir ich glaube, das darf ich dir nicht zeigen. Die Unterlagen, ja, die wir dazu haben. Aber auf jeden Fall ist es... Naja. Mal gucken, mal kurz, es war ja 3 Meter war freiwillig, 1,5 Meter war Pflicht.
Und das heißt, es wären 1,5 Hektar minus gewesen, wenn man 3 Meter. Ne, halt. 1 Hektar minus. An Wiese. Und das ist auf Ertrag gerechnet schon ein bisschen was, was da weggeht. Und wenn ein 1/2 Hektar weniger. Naja. Die saßen in den Fällen am größeren Hebel. So viel kann ich dazu sagen. Weil das mit den Ausgleichsflächen und Solar und so, ja, Schmann. Gewässerschutzstreifen, meinetwegen, er macht halt 1/2 Meter bis 1 Meter. Technik ist doch jetzt schon so genau. Ja. Beim durch den blöden Gewässerschutzstreifen bei dem einen Acker berühren sich die Vorgewendebahnen. Da ist wahrscheinlich die Spritzen zu breit. Und ich bin jetzt gerade 3-mal am Tor vorbeigefahren. Super. Ach so, und die wollen denn da auch noch Bäume hinpflanzen und die Fläche gehört uns, weiß ich das alles, aber wir haben es verpachtet. Das heißt, zwischen den Bäumen sollen wir dann auch noch mähen irgendwie. Es ist so ganz komisch. Ich muss mich da nochmal belesen, dass ich hier kein Bullshit erzähle. Also auf alles. Warte mal, die verpflichten euch dazu, Bäume zu pflanzen auf eurem Grundstück. Die pflanzen sie schon selbst. Ja, aber die auf eurem Grundstück. Nee, auf dem, den sie uns weggenommen haben. Und ihr müsst es mähen? Ja. Das würde ich nicht eichen. Na, wir mähen sie auch nicht. Oh, ja, genau. Oi. Das war gerade ein Riff vom Feinsten über den Acker. Minute 12:32 bei mir. Bei mir 34. Ja. Das passt ja mal wieder. So. Komm nochmal, 11 Kubikmeter an Stroh dazu ins Lager. 11 Kubikmeter? Das heißt, das 11.000 Liter. So, ja. Wenn ich gerade nicht blöd bin. Yep. Ist richtig. Und rein theoretisch war es Bullshit, weil ich dir erzählt habe, weil Stroh hat eine höhere Dichte. Das heißt, es sind rein größentechnisch mehr Kubikmeter. Höhere Dichte? Naja, Dichte ist jetzt falsch. Höhere? Nicht die chemische Dichte, sondern die Packdichte, wenn es lose ist. Ja, das ist dann jetzt auch wieder eine Dichte, sondern dann hat es eine geringere Dichte. Also chemisch hat es eine relativ geringe Dichte, weil es leicht ist. Aber... Volumen mal Gewicht, nee, Volumen durch Gewicht, was war denn jetzt zur Dichte? Ach stimmt, genau, Volumen. Ach, ich Vollidiot. Nee, halt, Volumen ist Liter. Ach komm, Digga, mein Hirn ist gerade broke. Weil wir uns über Politik unterhalten haben. Endlich. Überleg gerade, ob ich dann nochmal einen Livestream machen soll nach der Aufnahme, weil ich habe jetzt keine Lust, dann nochmal aufzunehmen. Das gibt eine feine Verwirrung, wenn. Das wird so ein weirder Livestream, wenn du das machst. Ach ja, das ist dann mal wieder super. Das wird super weird. Aber ich glaube, ich muss gleich essen. Also gut. Wenn ihr noch irgendeinen Schmann von der Politik weißt, das war doch die Folge. Nee. Das war auf. Die letzte Folge. Ja, aber diese Folge ihn. Haben wir uns mit Bewässerungsgräben und etc. Gut, ja, aber das ist ja auch so ein Schmann von der Politik. Ja. Wenn ihr noch irgendeinen Schmann von der Politik wisst, schreibt es in die Kommentare, bewertet das Video, schaut bei Flaming TV Play vorbei, abonniert beide Kanäle und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.